So, noch ein Kilometer, dann haben wir es geschafft. Kräfte verlassen uns so langsam. Sind echt durch. Morgen, morgen. Los geht's, kurz vor 5. Treffpunkt ist 4:45 Uhr. Ich schlafe noch, glaube ich. Heute geht's los zum Zeitkantei Track. Wir sind aufgeregt. Ja, wir hoffen, dass alles klappt. Ja, das wird. Ja, noch geht's. Der Weg ist breit. Es geht noch nicht steil bergauf. Aber noch lachen wir. Noch lachen wir. Merkt euch die Gesichter, so werden sie die nächsten 5 Tage nicht mehr aussehen. Jetzt geht es so langsam hoch, glaube ich. Ähnlich wie beim Rainbow Mountain. Man merkt die Höhe sofort, sobald es bergauf geht. Aber diesmal haben wir noch ein paar Tracking Poles. Von daher, mal gucken. Wie geht's dir? Anstrengend. Ja, es geht echt, aber es ist halt nur das Atmen. Geht schon gut nach oben. Warm wird einen auf jeden Fall. Da ist Anna. Machen aber genug Pausen. Ziel ist heute ein Gletschersee. Stunde 20 hoch, dann wieder runter. Und die Nacht schlafen wir dann auf 4000 Höhenmetern. Könnte also auch etwas kalt werden die Nacht. Erstes Ziel erreicht. Hammergeil. Wir gehen jetzt aber nochmal weiter hoch. Und es geht wieder runter. Und man merkt, die Sonne ist weg und es wird auf einmal verdammt kalt. Geht wieder zurück ins Tal und dann gibt es erstmal Mittag. Hinter uns gebracht, mega geiles Essen. Wir haben den Koch jetzt mit uns. Das ist einfach ja, der Hammer. Ich zeige euch das mal. Hier unten sind so Glashütten. Gehe ich gleich mal noch mal näher drauf ein. Kurzes Nickerchen gemacht. Jetzt noch an den Augen. Ja. Ja, der Wind ist besser geworden und es klart auch. Und im Hintergrund hoffentlich kann man es ganz gut erkennen, der Salkantay, wo wir quasi morgen an Tag 2 dann weiter wandern.
Morgen wird richtig anstrengend. Der anstrengendste Heute Tag. Heute war schon echt richtig hart. Ich hoffe, wir schaffen das morgen. Klar, schaffen wir das. Es ist einfach wunderschön hier. Ja, ich finde, man kann auch super pennen in den Hütten. Ja. Ja. Es ist warm, die Schlafsäcke sind warm. Verpflegung windstill, ist mega. Ruhig. Also haben wir uns das nicht so luxuriös hier vorgestellt. Ja. Guten Morgen, Tag 2 unseres Salkantay-Tracks. Wir haben es jetzt kurz nach 5 Uhr. Wurden gerade geweckt, haben Coca-Tee bekommen. An und für sich ganz gut geschlafen, aber es hat angefangen zu regnen die Nacht. Ja, wir sind mal gespannt, ob es aufhört. Ansonsten wird es natürlich heute nochmal, glaube ich, eine Nummer schwieriger. Sachen packen, dann gibt's Frühstück und dann geht's los. Also das Wetter wird nicht besser, es fängt jetzt auch noch an zu schneien. mal gucken. Wir haben jetzt gefrühstückt, packen unsere Sachen, dann geht's los. Die Guides haben gesagt, wir machen langsam. 3 Stunden geht's jetzt hoch, vielleicht werden wir 4 brauchen, weil wir langsamer gehen. Und dann on the top, auf 4600 Metern geht's heute hoch. Und dann geht's 1700 Meter in einem Stück runter, bis wir wieder in unserem Camp sind. Ist schon ein ganz schönes Stück. Ich glaube, wir sind heute 9 oder 10 Stunden unterwegs mit dem Wandern. Geht es jetzt in Zickzack-Linien hoch und in Fachkreisen wird das auch der Gringo-Killer genannt. Mal schauen, ob er uns schafft. Den Gringo-Killer haben wir bezwungen. Hälfte der Höhenmeter haben wir für heute. Jetzt geht es nochmal 300 hoch. Zu unserem Glück hat es jetzt auch aufgehört zu schneien. Das Wetter wird besser, hoffentlich klappt es sogar noch auf. Das macht die ganze Sache dann auch noch mal einfacher. Anna hat gerade schon gesagt, wer hätte gedacht, dass wir dieses Jahr auch noch mal durch den Schnee watschen hier. Mega! Schuhe halten auch noch dicht. Ja. Also alles gut gerade tatsächlich. Ja. Ich bin echt froh. Sonst könnte es nicht besser gehen, ne? Da hinten ist der Pass. Wir haben es geschafft, 4600 Höhenmeter. Natürlich ganz schön am Pumpen. Die letzten Meter waren nochmal ordentlich anstrengend. Man darf es nicht unterschätzen. Normalerweise würde sich da der Salkantay erstrecken. Heute war leider nicht super nebelig. That's life. So, we made it. Ab sofort geht's 1700 Höhenmeter runter. Zum Vergleich an alle Deutschen. Also die Zugspitze hat, glaube ich, 2,4 irgendwas. Und wir gehen jetzt einfach mal 1700 Meter nach unten. Haben gerade noch eine Opfergabe gemacht. Ziemlich cool. Hat noch mal ein bisschen was erklärt, wie es die Inka hier sonst immer gemacht haben auf dem Pass. Interessant, aber kalt. So, ab geht's runter. Wir haben jetzt fast zum Mittagessen geschafft, ein paar Meter noch. Man merkt auf jeden Fall, dass die Vegetation sich wieder ändert. Mehr Grün, weniger Schnee oder gar kein Schnee. So, auf zum Mittagessen. Endlich gibt's Mittagessen. Weiter geht's. Noch ungefähr 3 Stunden bis zum heutigen Camp. Schaut euch mal den Wasserfall auf der gegenüberliegenden Seite an. Es sieht so malerisch aus. Einfach nur der Wahnsinn.
Guten Morgen, Tag 3 unserer Wanderung. Da hinten ist Anna. Haben wir schon gefrühstückt, wohnen heute wieder mit einem Kokatee geweckt. Alles gepackt, jetzt geht's los. Heute ist eher so ein Recovery Day angesagt. Ich glaube, wir wandern heute nur 3 oder 4 Stunden und mit nicht so vielen Höhenmetern. Von daher mal gucken, der gestrige Tag steckt schon noch gut in den Knochen. Wir haben geschlafen wie ein Baby. Mal gucken, wie wir den heutigen Tag schaffen werden. Der Weg heute tatsächlich relativ entspannt. Guten Morgen, Tag 4 ist heute. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, ein bisschen angeschlagen jetzt. Nach dem ja doch recht entspannten Wandertag gestern ging es am Nachmittag noch zu heißen Quellen. Es war ja doch recht cool. Man konnte noch ein bisschen relaxen und die Wärme genießen. Heute ist der letzte große Wandertag. 22 Kilometer, 700 Höhenmeter rauf. Wieder 700 Meter runter. Mit etwas Glück sehen wir dann sogar schon heute das erste Mal den Machu Picchu, und zwar von der anderen Seite. Und dann geht es noch 10 Kilometer den Bahnschienen entlang in Richtung Aguas Calientes. Es regnet nicht. Es hat die Nacht kurz geregnet. Wollen wir mal hoffen, dass es heute trocken bleibt und wir gut in Aguas Calientes ankommen. Letzter Abschnitt für heute. 10 Kilometer entlang der Schienen nach Aguas Calientes. Die Hälfte haben wir jetzt ungefähr schon, also noch 5 Kilometer. Dann sind 22 Kilometer für heute getan. Viel Regen und total im Eimer. So, noch 1 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Kräfte verlassen uns so langsam. Sind echt durch. We'll be right back.
schon mal geschafft. Aber als Anna gerade gesagt hat, die letzten Stufen hat der eine hier nur angefangen zu lachen. Weil es natürlich alles voller Stufen ist. Ich denke mal, dass uns heute noch einige erwarten werden. Richtig gute Belohnung nach 5 Tagen harter Wanderung. Es ist gerade so schön, hier durchzulaufen. Und schaut euch das Wetter an. Hammer. Wir werden mit Sonne belohnt, einem wolkenfreien Himmel. Ja. Richtig mystisch. Fehlen einem die Worte. Mit dem Nebel. Ja, ab und zu ziehen hier die Wolken durchs Dorf durch und es ist ja eine super Stimmung. Leute, und da waren wir gestern und haben auch einen Blick schon auf Machu Picchu werfen können. Heute sind wir auf der anderen Seite. Wieder auf ein schönes, weiches, bequemes Bett, eine weiche Dusche, eine heiße Dusche, keine weiche Dusche. Eines der besten Hotels, da wir uns am Ende unserer Reise befinden. Wir sehen uns wieder in Cusco.